Augenzeugen berichten von einem lauten Knall, dann nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Mindestens 300 Arbeiter sollen sich nach Agenturangaben im Werk befunden haben, als das Feuer ausbrach. Doch der rettende Weg ins Freie ist versperrt, die Werkstore sind verschlossen. Nur unter erschwerten Bedingungen kann die Feuerwehr eingreifen. Das Gebäude ist eng und verwinkelt, die Eingänge sind schmal. Wir werden uns weiter bemühen, Verletzte aufzufinden und in Sicherheit zu bringen, so der örtliche Parteisekretär auf einer Pressekonferenz. Und wir untersuchen die Gründe, die zu diesem Unglück geführt haben. Brandschutz in China hat keinen guten Ruf. Oftmals sind Notausgänge verrammelt, die Sicherheitsvorschriften werden umgangen. Der schlimmste Vorfall ereignete sich vor 12 Jahren, als über 300 Menschen bei einem Feuer in einem Einkaufszentrum starben. Aus Angst vor möglicherweise austretenden Chemikalien wurden rund 3000 Anwohner rund um den Schlachthof evakuiert.